Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pimp My Mind. Wer hat dieses Bild nicht gesehen? Das schwarz-blaue Kleid oder doch gold-weiß? Der Dress ging durch alle sozialen Netze und wurde heftig diskutiert. Doch warum sehen einige von uns das Kleid blau und andere wieder weiß? Hat das irgendwas mit unserer Persönlichkeit zu tun? Ist das eine optische Illusion? Wie entstehen solche Täuschungen und wie sehen wir überhaupt Farben? In der Natur gibt es eigentlich keine Farben. Jetzt seid ihr bestimmt überrascht. Manche Tiere können sogar nur schwarz-weiß sehen. Doch warum ist das so? Warum können wir Menschen Farben wahrnehmen? Dazu fragen wir unseren Doktor Allwissend. Das stimmt, Patty, die eigentliche Welt besitzt überhaupt gar keine Farben. Was wir als Farben sehen, ist das Licht bzw. die Lichtwellen. Das Sonnenlicht ist eine Mischung aus vielen einzelnen Farben, die zusammen weiß erscheinen. Jede Farbe hat eine andere Wellenlänge, blau hat kurze Wellen und rot hat lange Wellen. Jede Oberfläche reflektiert wegen ihrer Beschaffenheit bestimmte Wellen besser als andere. Das reflektierte Licht wird auf der Netzhaut unserer Augen als Farbreiz wahrgenommen und im Gehirn als Farbempfindung verarbeitet. Ähnlich wie bei einem Kameraobjektiv fällt das Licht durch ein Linsensystem bei uns das Auge auf eine Schicht mit über 120 Millionen Sinneszellen. Davon gibt es zwei verschiedene Sorten, die Stäbchen und die Zapfen. Die Stäbchen sind für das Hell-Dunkel-Empfinden zuständig und die Zapfen für die Farbwahrnehmung. Das war Dr. Allwissend live aus seinem Klassenzimmer. Das bedeutet also, dass bei einem Menschen, der farbenblind ist, die Zapfen nicht funktionieren. Und bei denjenigen, die hier keinen farblichen Unterschied erkennen, fehlen die langwelligen, empfindlichen Zapfen, die die Farbe Rot wahrnehmen. Das nennt man dann Rot-Grün-Schwäche. Die Farben entstehen also in unserem Gehirn. Es empfängt die Licht- und Helligkeitsimpulse und verarbeitet und interpretiert diese ununterbrochen. Und wie entstehen dann diese optischen Täuschungen? Was sehen Sie hier? Genau, einen Tintenklecks. Wenn Sie jetzt gesagt hätten, ein Schmetterling, dann haben Sie sich optisch täuschen lassen. Aber Sie wollten ja, Sie haben sich ja darauf konzentriert, was anderes zu sehen. Und bei einer optischen Illusion ist das aber ganz anders, denn da wird das Gehirn getäuscht. Denn unser Gehirn misst das, was es wahrnimmt, oftmals an dem, was es bereits kennt. Und um an das Bekannte möglichst nah heranzukommen, mogelt es manchmal einfach irgendwas dazu, was gar nicht da ist. Und das Gehirn wird dann getäuscht. Die Illusion kommt zustande, weil das Gehirn mit Hilfe der Erfahrung ein wahrgenommenes Bild versucht zu erkennen. Es folgen einige Beispiele. Ihr könnt gerne das Bild stoppen, kurz auf Pause drücken, um die Illusion voll und ganz auf euch wirken zu lassen. Viel Spaß. Hier ein Beispiel für die geometrische Illusion. Hier sind die Linien alle gerade, die versetzten Quadrate lassen sie aber schräg wirken. Und hier noch eine Farbillusion. Die Farbe im Inneren ist gleich, aber durch die verschiedenen Hintergründe ändert sich die Wahrnehmung der Farbe. Und hier noch eine Helligkeitsillusion. Ein Farbton, den wir in der Dämmerung als hell wahrnehmen, erscheint im Sonnenlicht dunkler und andersherum. Aber schaut selbst, ist B für euch heller als A? Da hat euch euer Gehirn wieder mal reingelegt, denn A und B haben nämlich den gleichen Grauwert. Ist ja voll verrückt, ne? Aber pass auf, es wird noch verrückter. Ich habe nämlich noch eine Bewegungsillusion. Bewegen sich die Kreise? Nein, da hat euch euer Gehirn schon wieder reingelegt. Verrückt, ich gucke mir gleich alle nochmal an. Das macht mich immer total. Aber ich gebe jetzt vorab nochmal zurück ins Studio. Und übrigens, Patty, ein total schönes weißes Kleid hast du da an. Dankeschön. Das, was wir sehen, ist also immer ein Gemisch aus dem, was unsere Augen wahrnehmen und aus dem, wie unser Gehirn dann diese Information verarbeitet. Jetzt beantworten wir noch die Frage, warum manche Menschen also ein weißes Kleid sehen, so wie ich es gerade trage, und manche eben ein blaues. Unser Gehirn filtert Hintergründe und Beleuchtung, um die echte Farbe eines Objekts zu sehen. Es macht also einen Weißabgleich wie bei einer Kamera. Schauen wir doch mal in die Gehirnzentrale und gucken, was da so abgeht. Was ist das denn? Oh mein Gott, das geht ja mal gar nicht. Hallo, das Gehirn, was gibt's? Hey, die Augen hier. Du, ich bräuchte mal deine Hilfe. Und zwar ist das Licht hier ein bisschen falsch. Könntest du das mal bitte ausgleichen? Ich kann so echt nicht arbeiten. Jo, kann ich machen. Besser? Super, schon viel besser. Jetzt ist es endlich weiß. Ich danke dir. So. Scheiße, das ist ja gar nicht weiß.
Ja, was denn noch? Ich habe heute 100 Sachen zu erledigen. Ich bin gerade dabei, mich zu entscheiden, ob ich einen Schokoriegel essen soll oder nicht. Und der Mund ist heute so zickig. Vergiss den Mund. Alarm. Oh. Du hast einen riesen Fehler gemacht. Das Kleid ist nicht weiß, das ist blau. Oh. Ich muss das ändern. Ich werde sonst noch irre. Okay, ich versuch's. Scheiße. Ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Ich bin nur doof. Bei den meisten ist das so, doch einige von uns können mit etwas Konzentration sogar beide Varianten sehen. Unsere Gehirne entscheiden sich dabei nur unterschiedlich, welchen Weißabgleich sie gerade machen. Da wir eine subjektive Farbempfindung haben und es für einige schwieriger ist, kurze Wellenlängen wahrzunehmen, entscheidet sich das Gehirn dementsprechend. Kommen wir nun zu der Antwort auf die Frage, was das über unsere Persönlichkeit aussagt. Nichts, nichts. Ein blaues Kleid ist einfach ein blaues Kleid, genauso wie mein Kleid heute weiß ist. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Zeigt uns das gerne mit einem Daumen nach oben. Diesen Kanal könnt ihr auch hier abonnieren, dass ihr keine Folge von Pimp My Mind und den anderen Rubriken verpasst. Wir sehen uns ganz genau in 2 Wochen wieder und bis dahin. Tschüss.